Hallo und herzlich willkommen bei Anno 1800. Wir sind gerade im Ladebildschirm. Die folgenden Szenen werden Ihnen präsentiert von Museoria. Nein, okay. So, das ist jetzt die Originale. Safecams konnte ich leider nicht mitnehmen, deswegen heißen die ersten Missionen fast gleich, was die Kampagne angeht. Ja, also bis zum Sprengmeister haben wir dann die gleichen Missionen. Und das ist jetzt die Kampagne. Also die Kampagne, die wir jetzt spielen. Und dann gucken wir mal. Seit dem Tag, an dem du mein Leben gerettet hast, dachte ich, ich kenne dich. Doch jetzt. All die Briefe deines Vaters blieben ungeöffnet. Aber ein paar Zeilen deiner Schwester ändern alles? Ich wusste nicht einmal, dass du eine Schwester hast. Wir sind pleite, altes Haus. Wir können uns die Überfahrt in die alte Welt nicht leisten. Es sei denn, du erinnerst dich wieder daran, was Arbeit bedeutet. Dynamitfischen? Ernsthaft? Nun ja, der Siedlung im Norden fehlt es eigentlich immer an Nahrung. Weißt du noch, damals, als wir aus den Gruben geflohen sind? Da ist noch etwas Dynamit übrig. Da hast du es, aber sei ja vorsichtig. So schön die Musik, also so schön die Musik auch ist, ein bisschen leiser muss ich sie doch drehen. So leicht im Hintergrund läuft. Ja. Ja. Kann man so lassen. Okay. So. Ein Haufen verkohlter Fisch, frisch auf den Tisch. Du erkennst eine gute Gelegenheit. Es ist nicht der Sprengstoff, an dem es den Leuten hier mangelt. Was zur Chimichurri war das für ein Knall? Ein Haufen verkohlter Fisch, frisch auf den Tisch. Ach, dieser verbrannte Gestank. Hier sind die Fahrkarten. Beeilung. Das Schiff fährt bald ab. Und niemand will, dass ihr es verpasst. Das war's. Wir lassen das Paradies zurück. Du hast nie viel über deine Familie gesprochen. Aber das hier ist dir todernst, oder? Nun, ich habe geschworen, dich zu beschützen. Und ich breche niemals einen Schwur. Selbst wenn ein Blinder sehen kann, dass du gerade kopfüber in einen Misthaufen hechtest. Ich habe nie irgendetwas von dir verlangt. Nicht, als du dich heimlich davongemacht hast, um die Bürde der Familie. Vater ist des Hochverrats angeklagt. Kannst du das glauben? Verhaftet. Und der königlichen Ritterwürde beraubt. Wirst du uns beistehen? Jetzt, da Vater eingekerkert ist, es wird ihn umbringen. Bitte komm nach Hause. Wir brauchen dich. Und wir sind angekommen in der alten Welt. Bist du es wirklich? Ich hatte nicht gewagt, auf deine Rückkehr zu hoffen. Erinnerst du dich an Bright Sands? Natürlich tust du das. Wir liebten es hier. Doch die Zeiten ändern sich. Der königliche Rat unterstützt jetzt Onkel Edward. Vater ist tot. Und er reißt alles an sich.
All diese Häuser. Du hast vergessen zu erwähnen, wie wohlhabend du bist. Warum zur Hölle verkaufen wir Fisch und schlafen in Scheunen? Hast du deinem Freund nie von Good and Sons erzählt? Es gäbe viel zu sagen. Aber jetzt beginnt Vaters Beisetzung. Wo habt ihr Gören euch herumgetrieben? Lasst uns diese bedauerliche Pflicht hinter uns bringen. Scheint, als hätte der Tod den falschen Bruder ereilt. Egal, wie wenige gekommen sind, es sind die, die er am meisten liebte. Niemand mag Verräter oder ihren verkommenen Nachwuchs. Macht euch besser aus dem Staub. Das sollten wir. Vorerst. Ich habe mit meinen letzten Ersparnissen ein Eiland erworben und die Überfahrt für Vaters letzte Getreue bezahlt. Gemeinsam werden wir seinen Namen reinwaschen. Oder bei dem Versuch sterben. Deine Schwester erinnert mich an dich. Das heißt dann wohl, dass uns neue Abenteuer erwarten, was? Da sind wir. Ditchwater. Das Ende der Welt. Ich hoffe, Sie mögen es ruhig. So, und wir sind natürlich angekommen. Kapitel 1. Eine Geschichte zweier Brüder. Ja. Generell war mal... Was, du bist immer noch hier? Versuchst du mir Konkurrenz zu machen auf diesem verwaisten Eiland? Lass Onkel Edward ruhig spotten. Ja, die Insel ist heruntergekommen. Wenn du Vaters geschärften Blick hast, siehst du auch, was hier alles möglich wäre. Ja. Wir müssen ein Zuhause schaffen für all die treuen Seelen, die noch zu uns stehen. Wir brauchen jede helfende Hand, wenn wir all den Schutt hier abtragen wollen. Jawohl. Wie bauen wir das? Ich habe die Aufzeichnungen überprüft. Nicht alle unserer Betriebe können die Güter, die sie produzieren, auch ausliefern. Das solltest du ändern. Bleibst du aus reiner Boshaftigkeit? Oder ist das ein verzweifelter Versuch, mir Konkurrenz zu machen? Da du so gerne verantwortlich wirken willst, wirst du mit Freuden hören, dass die Kosten dieser verschwenderischen Trauerfeier dir allein zufallen. Dieser geizige, herzlose Bastard. Er hätte Vater am liebsten irgendwo im Wald verscharrt. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Bretter, sehr gut. Ich werde versuchen, nicht an den Sarg zu denken. So, wie viel braucht man denn? 10 Holz. Sieh nur, was für üble Verleumdungen Edward auf Bright Sands drucken lässt.
Sie sind Samuels Erbe, oder? Gott sei Dank. Glauben Sie mir, ich bereue jedes einzelne Wort, das ich für Ihren Onkel drucken ließ. Warum schreibt das dann? Warum? Er verdreht einfach alles zu seinen Gunsten, auf Kosten von Vater und uns. Ich brauche... Ja. Vater hätte nicht gewollt, dass wir hier herumsitzen, während sich unser einziger Hoffnungsschimmer in einem solchen Zustand befindet. Aber jetzt kriegen wir ja Holz rein. Lass uns alle Bewohner versammeln und sie bitten, diese Siedlung wieder instand zu setzen. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier nur 30 FPS habe. Es lindert den Schmerz, je mehr Menschen um einen sind, nicht wahr? Wow. Es war ein langer, harter Tag. Wir müssen uns um all die hungrigen Leute hier kümmern. Spielstand gespeichert. Na, ich bin noch ein bisschen müde. 10 Häuser Hammer. Bräuchten wir noch 10, oder? Oh, zack. Zack. Eins fehlt noch. Perfekt. Uns gehen die Bretter aus. Doch es lagern noch welche in den Ruinen hier. Am besten, du siehst dort mal nach. Ja, ich glaube kaum, dass uns die Bretter ausgehen, also... Oh, zack. Ruht euch noch ein wenig aus. Es wird eine lange Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Das sind genug Hände, um auch die größeren Ruinen abzutragen. Lass uns diesem Ort ein wenig Leben einhauchen. Es war ein langer, harter Tag. Die Leute müssen sich ausruhen und vielleicht ein wenig ihre Kehlen befeuchten.
fertig sind, können wir Hasen jagen. Ein Blick in die Gesichter deiner Leute sagt alles. Pass bloß auf, dass ihre Unzufriedenheit nicht zum Problem wird. Okay, da haben wir schon eine Club-Herausforderung. Ha, coole Sache. Entschuldigung. Spielstand gespeichert. Ernsthaft einfällt. Die Felder bestellen sich nicht von alleine. Lassen Sie Ihre Kiste bitte nicht unbewacht, Sir. Es wurde auch Zeit. Wieder festen Boden, bis Sie Mäuse haben. Das Heule sind ganz diese Masse in Bewegung? Lassen Sie Ihre Kiste bitte nicht unbewacht, Sir. Ja. Es wurde auch Zeit. Das Einzige, was jetzt gerade fehlt, sind Arbeiter, oder? Also, so sehe ich das. Jetzt weiß ich, wen du meinst. Ach der, jetzt weiß ich, wen du meinst. Ganz los. Schau, wie sich die ganze Welt vor uns verneigt.
Die Beerdigung liegt schon eine Ewigkeit zurück. Aber die Kosten, der Gedanke daran quält mich jeden Tag. Zahle sofort deine Schulden oder verhöker, was immer du noch hast. Es widert mich an, dass Edward so kurz nach Vaters Tod all das von uns verlangt. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, die Arbeitskraft, die haben wir gleich im Griff. Also, das haben wir auf jeden Fall gleich im Griff mit der Arbeitskraft. Die Leute haben sich erholt und wollen weitermachen. Lass sie hier so viel Platz wie nur möglich schaffen. Ich arbeite dran. Denk mal anno 1602. Okay. Oh, cool. Spielstand gespeichert. Ruht euch noch ein wenig aus. Es wird eine lange Reise. So. Bereit, meine Wohltaten zu vergelten? Glaub bloß nicht, dass das alles war, du Rotzlöffel. Ich verabscheue den Geruch von Wollwachs. Aber wenn Bauernkittel alles sind, was du hast, sag mir, dass du einmal etwas geschafft hast. Jeden Tag eine gute Tat? Schwarzes Schaf, schwarzes Schaf, hast du etwa Wolle? Ja, mein Herr, ja, mein Herr, 4 Säcke und zwar volle. Besuche unseren Cousin. Er schreibt von Unruhen in Bright Sands. Es scheint, als wären wir mit unserer Verachtung für Edward nicht alleine. Sie entlohnen unsere harte Schufterei. Ich will mal kurz schauen, weil ich habe hier jetzt 60 FPS und wenn ich im Spiel bin, 30 FPS. Es war in der Dings, in der Ich probiere es mal in der nächsten Folge mit DX11 oder ich probiere es vorab mal. Und da gucken wir mal, wo ist der Faktor Mittel? Vielleicht stelle ich ein bisschen was von der Grafik runter. Na, ja, mal gucken. V-Sync. Ja, machen wir V-Sync aus, da haben wir schon mehr FPS. Und dann probieren wir es in... Ja.
in der nächsten Folge dann mit DX11. Das geht ja aktuell gut voran. Ja. Gut. Beziehungsweise ich probiere es vorher mal mit DX11. Ja, bevor ich die Aufnahme starte. Obwohl sich das dann immer erst zeigt, wenn man die, wenn die Aufnahme läuft. Ruht euch noch ein wenig aus. Es wird eine lange Reise. So. Da haben wir das. Was haben wir jetzt noch? Aufgaben. Warnung, Benachrichtigung, Aufgaben. Suchen Sie Ihren Cousin. Spielstand gespeichert. Cousin in der näheren Umgebung, etwas große Ausstellung einer Aufstand. Hier. Wir würden lieber sterben, als hier zu bleiben. Unsere Flaggen schwenken wir noch immer für Samuel. Edward kann uns mal. Hey, ist irgendwo mit einer Map wieder? Ein Leben fernab von Edward? Wir sind an Bord. Nur, auf welchem Bord? Wir haben ja gar kein Schiff. Wenn Sie mich mitnehmen, überlasse ich Ihnen mein Boot. Es ist das Vermächtnis meiner verstorbenen Tante. Ihr zweiter Gatte war ein richtiger Seemann. Sind alle an Bord? Gut. Mich fröstelt es bei dem Gedanken, noch eine Sekunde länger hier zu... Hallo? Hat mein unsäglicher Abschaum von Familie etwa so wenig Ehre, dass sie jetzt schon meine Arbeiter entführen? Ich sage euch eins, der Botschafter der Königin wird davon erfahren. Entführung? Das ist ein schwerer Vorwurf. Und es ist auch falsch, wenn ich das so sagen darf. Wir alle haben Bright Sands überaus freiwillig den Rücken gekehrt. Du schamloser Schreiberling. Ich hätte dich längst loswerden sollen. Ich sehe da nichts Strafbares. Ein wenig familiäres Gezänk ist nur natürlich und kaum eine Angelegenheit für die Krone. Was Sie angeht, habe ich wohl meine Manieren vergessen. Sir Archibald Blake, Botschafter und Vertrauter Ihrer Majestät. Mein Beileid, der Tod Ihres Vaters ist eine Tragödie. Wir bedauern, dass er nie die Möglichkeit eines Prozesses hatte. Die wahre Tragödie sind die Bestattungskosten meines geliebten Bruders. Die ausufern, während diese Gören hier in Saus und Braus leben. Ihr Onkel hat mich tatsächlich auf einige offene Verbindlichkeiten aufmerksam gemacht. Ich fürchte, Sie haben keine andere Wahl, als sie zu begleichen, wenn ich Ihnen ein königliches Schiffspatent erteilen soll. Edward hat unsere Schulden registrieren lassen? Keine Sorge. Dieser alte Tyrann wird uns nicht länger aufhalten. In der Tat.
Sobald die Druckpresse in Betrieb ist, wird die Wahrheit ans Licht kommen und Edward bloßstellen. In der Zwischenzeit überlasse ich Ihnen das Boot als Dank für Ihre Gastfreundschaft. Klingt nach guten Neuigkeiten. Was Ihre Schulden angeht, sind mir leider die Hände gebunden. Doch es wird das Herz Ihrer Majestät erwärmen, ein aufstrebendes, neues Unternehmen wie Ihres am Horizont zu erspähen. Auch wenn Edward uns keine Schiffswerft bauen lässt, so können wir zumindest diese Arbeiter hier beherbergen. Ja, das auf jeden Fall. Okay, Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Wir haben Anno 1602, denkt mal. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.